Hi, hier ist Sascha für DanceEcho. Wir schauen uns heute zusammen die Tutting-Reihe weiter an. Ja, Level 2 habt ihr mit dem Dennis die Boxing-Geschichte gemacht. Wir gehen heute noch einen Schritt weiter. Wir wollen uns heute das Tutting in verschiedenen Ebenen angucken. Kurz gesagt, wir wollen einfach den Raum mitverwenden, damit das Ganze wieder vielseitiger und experimentierfreudiger aussieht. Okay? Dazu nehmen wir hier diese Grundstellung ein. Das hattet ihr mit Dennis im Level 1 schon. Dabei achten, dass diese Arme nicht hier rausgucken, über den Rand sozusagen, sondern hier wirklich schön sind und das Ganze eine Ebene ergibt. Jetzt für die Übung tun wir unseren einen Arm hier, bei mir ist der linke, erstmal rausstrecken und jetzt dabei den linken Fuß ebenfalls raus. Ja, ich zeige es nochmal langsam. Das heißt, linker Fuß raus und linker Arm raus. Jetzt drehen wir uns auf beiden Fersen, ja, rechts sowie links, in die rechte Richtung. Das heißt, auch den rechten Arm raus und dabei rechts drehen. Ja, noch einmal langsam. Zack. Und zack. Dabei achten, dass wir wirklich hier nur arbeiten, nicht irgendwie unsere Arme so setzen. Und da haben wir diese Stellung. Ab hier geht es dann weiter wieder zurück in die andere Richtung. Das heißt, jetzt setzen wir mit dem rechten Bein, ja, drehen wir einfach hier raus. Ich mache es noch ein bisschen schräger, dass ihr besser seht. Zack. Und jetzt, um zurückzukommen, drehen wir uns wieder auf beiden Fersen und der Arm geht wieder rein. Okay? Das heißt, zack, zack, rechts rein und natürlich dann beim Umdrehen auch noch den linken Arm rein. Und dann haben wir die Ausgangsstellung. Okay? Also, und schneller sieht es dann so aus. Zack, 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 zack. Ja, und wichtig ist schön, das Ganze einzeln und langsam zu machen und ganz ruhig und nicht irgendwie die Arme verheddern, ja? Okay, das war unsere erste kleine Übung dafür. Guckt euch wieder in Ruhe das Ganze an, spult zurück. Technik habt ihr ja zu Hause. Und jetzt gehen wir auch noch einen Schritt weiter. Ja, das war erstmal die Grundübung. Und jetzt machen wir noch was anderes. Und zwar, Tutting haben wir gesagt, rechte Winkel. Wir probieren jetzt einfach hier ein Stück mal in die Hocke zu gehen. Achten dabei, bei den Armen die rechten Winkel zu haben. Ja, wieder keine Enden. Diese Geschichte geht ein bisschen in die Rückenmuskulatur. Aber je mehr ihr das übt, desto besser wird es. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir drehen uns hier mit dem rechten Bein ein und gehen hier runter und setzen den Arm einfach straight an den Ellbogen. Ja? Am besten, ihr beginnt wirklich so tief, dass wenn ihr euch rumdreht auf das Knie, dass ihr nicht mehr noch tiefer gehen müsst, dass ihr praktisch schon eine Höhe seid. Ja? Wenn wir hier das so dran gesetzt haben, dann setzen wir das Knie ab, das linke, und dabei schieben wir den Arm hoch. Und jetzt tun wir wieder das rechte Knie hoch und stellen es auf den rechten Fuß und dabei drehen wir den Arm wieder runter. Ja, nochmal langsam, ist wirklich nicht ganz so einfach, aber wir sind ja im Level 3. Das heißt, von hier aus gesehen, ransetzen, linkes Knie runter und der Beinwechsel. Und dann stehen wir auch schon hier da. Von hier aus könnte man jetzt wieder weitere Moves machen, zum Beispiel hier runter und hier hoch. Das sind dann wieder verschiedene Bewegungen, die könnt ihr euch selber ausdenken. Ja, dann wieder hier raus. Arbeitet einfach schön groß. Bei diesen Körperbewegungen mit Tutting ist es vor allem wichtig, dass wir erst groß arbeiten und dann ins Detail gehen. Ja, fangt immer erst schön groß an und wenn ihr kleiner werden wollt, dann einfach, ja, vor euch, hier unten könnt ihr das Ganze machen, ist alles kein Problem. Das Wichtigste ist, einfach achtet auf die Winkel. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Ja? Enden nicht vergessen und dann hoffe ich, wird das auf jeden Fall was mit uns. Okay, dann verabschiede ich mich. Ich hoffe wieder, es hat euch viel Spaß gemacht und wir sehen uns wieder. Übt fleißig!